Ich gehe mal davon aus, dass du dir schon das Wissensvideo angeguckt hast zu diesem, ja, Unterthema Rekonstruktion von Beständen. Das Thema heißt Rekonstruktion von Beständen einfach deshalb, weil wir mit Änderungsraten arbeiten, also Funktionsgraphen zu Änderungsraten. Und dadurch, dass wir die Fläche unter diesen Funktionsgraphen von Änderungsraten berechnen, haben wir dann letztendlich Bestände. Okay, ich mache das nochmal anhand eines Beispiels. Wir hatten ja im Wissensvideo, hatten wir zwei Beispiele eigentlich. Die erste war Wasser fließt durch einen Wasserhahn. Das ist ja erstmal grundsätzlich eine Änderungsrate. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, es fließt 1 Liter Wasser pro Minute durch diesen Wasserhahn durch. Dann weiß ich, dass 1 Liter Wasser pro Minute da durchfließt. Das ist also die Änderungsgeschwindigkeit, womit Wasser durch diesen Hahn fließt. Das ist aber nicht die Menge an Wasser, die da in einer gewissen Zeit durchfließt. Sagen wir mal, pro Minute fließt 1 Liter da durch, dann habe ich nach 5 Minuten 5 Liter Wasser eben verbraucht. Zum Beispiel, ne? Die sind dann durchgeflossen. So, das eine ist aber ein Bestand, eine Menge. 5 Liter sind verbraucht innerhalb von 5 Minuten. Und das andere ist eine Änderungsrate. Pro Minute wurde 1 Liter verbraucht zum Beispiel. Genau dasselbe könnten wir uns jetzt hier eben überlegen für Wasser, das jetzt hier mit einer Pumpe in einen Gartenpool geleitet wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Pumpe eine Durchflussmenge von Litern pro Stunde hat, dann kann man das als Änderungsrate in so einem Graphen hier darstellen. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben auf der X-Achse Zeit in Stunden. Das heißt, wir fangen an, diese Pumpe in Gang zu bringen und dann pumpt diese Pumpe einen kompletten Tag von, sagen wir mal, 0 Uhr bis 24 Uhr. Das läuft einen kompletten Tag, diese ganze Pumpe. Und du siehst jetzt hier, es gibt zum Beispiel so Zeiten zwischen 5 und 6 und zwischen 11 und 12 Uhr, wo die Pumpe eben nicht arbeitet. Das kann sein, dass man das da ausgemacht hat, um die Pumpe mal ein bisschen abkühlen zu lassen oder weil man einfach in dieser Zeit irgendwie kein Wasser bekommen hat oder was auch immer. Auf jeden Fall hat die Pumpe in dieser Zeit nicht gepumpt. Und ansonsten hat sie unterschiedlich stark gepumpt. Mal war die Änderungsrate, also das, was an Wasser durch diese Pumpe durchgegangen ist, mal war sie 200 Liter pro Stunde, mal 600 Liter pro Stunde, dann wieder 200 Liter, dann wieder 600 Liter, dann mal 800 Liter für eine ganz schön lange Zeit und dann war eben der Pool voll. Und wir wissen jetzt aber nur, wie viel Liter pro Stunde eben durch diese Pumpe durchgelaufen ist, also die Änderungsrate, weil wir kennen den Bestand nicht. Und den Bestand, den können wir ermitteln, indem wir hier die Fläche unter diesen einzelnen Rechtecken hier berechnen. Was ist der Sinn dahinter? Naja, das erkennt man so ein bisschen an den Einheiten, an den Maßangaben. Wir haben hier einmal Zeit in Stunden auf der X-Achse und an der Y-Achse Liter pro Stunde. Liter pro Stunde ist eine Änderung, so wie km/h. Kilometer pro Stunde ist auch eine Änderungsrate. Wenn ich sage, ich fahre jetzt hier gerade 80 km/h, dann habe ich keine Aussage darüber getroffen, wie viele Kilometer ich schon gefahren bin, sondern nur, wie schnell ich in diesem Moment bin, also eine momentane Änderung. So, wenn ich jetzt aber die Stunden multipliziere mit Liter pro Stunde, dann kürzen sich die Stunden aus dem Nenner hier mit den Stunden hier raus und es bleiben lediglich Liter über und das ist dann eben Bestand. So, und deswegen machen wir das jetzt so, dass wir erst einmal diese ganzen unterschiedlichen Flächen hier erstmal in Rechtecke aufteilen. So, das ist das Einfachste, weil dann habe ich, ne, ich habe jetzt hier, ich kann dir das gerne nochmal hin und zurückschalten, ich habe nichts anderes gemacht, als einfach nur aus diesen Blanko-Rechtecken hier, zum Teil krumm, hier so mit so Knicken-Rechtecken, habe ich jetzt erstmal so wirkliche Quadrate-Rechtecke gemacht, sowas. Okay, das heißt, wir haben hier ein Rechteck hier vorne, die Nummer 1, die Nummer 2, die 3, die 4 und die 5. Okay, und hier zwischen ist ja mal nichts passiert, also habe ich da auch kein Rechteck irgendwie jetzt hier definiert, da ist ja die Fläche eh 0, brauche ich mich also nicht drum kümmern. So, und jetzt kann man eben die Fläche für jedes Rechteck berechnen und das machen wir ja immer durch Länge mal Höhe. Das ist ja bei Rechtecken ganz einfach. Wir können eben auch die Formel hier nehmen, Funktionswert mal x-Intervall. Wie lang ist hier sozusagen die x-Fläche? Und die ist bei diesem ersten Intervall hier 0 bis 2, also 2 Einheiten und die Höhe ist 200, also 2 mal 200. Und weil wir hier 2 Stunden sozusagen am Anfang vergehen lassen haben, also um 0 Uhr angeschaltet und dann sind 2 Stunden vergangen, mal Änderungsrate 200 Liter pro Stunde, kann man eben hier wieder, jetzt wechsle ich nochmal die Farbe, kann man hier eben 2 Stunden, also diese Stunden gegen diese Stunden hier wegkürzen und damit bleibt 2 mal 200 Liter, also 400 Liter sind insgesamt in diesen ersten 2 Stunden reingeflossen oder durch die Pumpe durchgegangen. So, genau dasselbe machen wir jetzt hier für das zweite. Bei dem zweiten haben wir 3 Stunden, ne, das ist jetzt hier von 2 Uhr bis 5 Uhr gelaufen, also 3 Stunden, mal die Höhe, also den Funktionswert dieses Rechtecks, das sind 600 Liter pro Stunde. Auch hier können wir wieder Stunde,
gegen Stunde kürzen und es bleibt damit 1800 Liter über insgesamt an Fläche, also an Bestand. Naja, und das dritte, das ist so groß wie das erste, also können wir sagen wieder 400 Liter, was da anfällt. Und das vierte ist so groß wie das zweite, also sind auch nochmal 1800 Liter, die da angefallen sind. Und jetzt kommt das letzte, dieses ganz große. Da sind hier über 12 Stunden, nämlich von 12 Uhr bis 24 Uhr, 12 Stunden lang sind immer 800 Liter pro Stunde reingeflossen. Das heißt, die Änderungsrate war hier am höchsten. Und deshalb hat man hier wieder Stunden gegen Stunden und es bleibt über 12 mal 800, sind 9600 Liter, die hier durch die Pumpe durchgeflossen sind. So. Tja, jetzt ist der Pool voll und wie viel haben wir jetzt an Gesamtmenge, wie viel haben wir an Gesamtbestand, was hier durchgeflossen ist? Gesamtfläche ist 14.000 Liter, das kannst du ausrechnen, indem du jetzt hier alle Literzahlen addierst, logischerweise. Ich weiß nicht, ob du hier dieses Zeichen schon mal gesehen hast, es ist ein Summenzeichen, ich habe es in meiner Schulzeit nicht gesehen, muss ich gestehen, erst im Studium. Ein Summenzeichen steht immer stellvertretend dafür, dass man mehrere Werte aufaddieren will. Und da schreibt man hier immer diese Summenzeichen, ja, Bein und Kopf irgendwie, oder Fuß und Kopf, schreibt man dann dran von wo bis wo. I bis N haben wir hier dran geschrieben, also wo startet man, wo endet das Ganze. Wir haben hier 5 Intervalle, also von Intervall 1 bis Intervall 5 sollen alle Flächen aufaddiert werden, nämlich A1, A2, A3, A4, A5 und die zusammen sind 14.000 Liter. Okay, ich habe noch 2 weitere Videos für dich, unbedingt noch angucken und dann wird es ein bisschen schwieriger mit der Integralrechnung. Also, das ist sozusagen die Hälfte von so einem Dreieck. Das können wir immer noch gut ausrechnen. So, dann hat man hier, jetzt ist es egal, wie man es macht. Also, man kann jetzt hier ein Rechteck einzeichnen. Also, entweder hier eins und hier ein zweites und drittes und viertes. Aber ich glaube, es ist relativ einfach zu halten, würde ich das dann hier so einzeichnen. Und so habe ich hier ein ganz großes.